Es war ein Diebstahl fern von hier im Dorf Knoblauch im Havelland. Eine vergoldete Monstranz und Messingdose werden gestohlen. Mit dabei zwei geweihte Hostien. Der Dieb, ein Kesselflicker, gesteht und beschuldigt einen Juden, eine Hostie gegessen zu haben. Unter Folter werden schließlich Geständnisse von 40 jüdischen Mitbürgern erpresst. Sie werden auf dem Neuen Markt vor der Tür dieser Kirche verbrannt. 60 weitere müssen das Land verlassen. Im Juli vor 501 Jahren geschah das. Die Zeit damals erlebte einen Höhepunkt in der Verfolgung jüdischer Gemeinden in Europa. Mit dabei immer wieder der Vorwurf, die Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Diese Anklage wurde ein Teil christlicher Identität mit furchtbaren Folgen. Ein Glaubenssatz, der unvorstellbares Leid über unsere älteren Geschwister im Glauben brachte, bis zum Holocaust. Durch Passionsspiele und liturgische Texte zieht sich dieser Vorwurf bis in unsere Zeit. Jesus, der Jude, der die jüdischen Weisungen achtete, die jüdischen Feste feierte, wurde missbraucht, um Juden zu diskriminieren, zu verfolgen, zu ermorden. In Jesu Antlitz erkennen wir den geschändeten Menschen. Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau. Die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie an mir getan hat. Lassen Sie uns nun gemeinsam zur St. Nikolaikirche weitergehen, zur nächsten Station. Unsere Bischöfe tragen das Kreuz voran. Wir folgen.